Liebe Freunde der Kunst, die Galerie Schlichtenmeier freut sich mit Cornelia Schleime, eine der renommiertesten figurativ arbeitenden Künstlerinnen, ausstellen zu können, die wir gegenwärtig in Deutschland haben. Starke Frauen hat die Kunst, titelten die Stuttgarter Nachrichten vom 17. Dezember. Das gilt in doppelter Hinsicht. Cornelia Schleime ist ein Berliner Original von einer grandiosen Empathie und ausdrücklichen Persönlichkeit. Aber auch ihre meist weiblichen Protagonisten zeigen eine Kraft, die manchem Betrachter das Fürchten lehrt. Ihr Blick lässt uns nicht los und wir können von ihm nicht lassen. Wenn uns beispielsweise eine Frau mit dem Revolver bedroht, können wir uns noch so sicher sein, dass es sich bloß um ein Bild handelt. Sie hat uns im Visier. Das Gemälde nennt Cornelia Schleime drei Schritte und ein Atemzug. Die Figur ist dem Tarantino-Film Kill Bill entlehnt. Dahinter steht allerdings eine Stimmungslage, die weniger mit dem Motiv zu tun hat, als mit dem Gefühl eines gehetzten Lebens, das wir alle kennen. Drei Dinge gleichzeitig zu tun zu haben, atemlos nahezu, der Eindruck, gerade mal durchzuschnaufen, bevor es weitergeht. Persönlicher Kram, Corona, wenig Schlaf und der Eindruck, die Waffe zücken zu müssen und der Situation irgendwie gerecht zu werden, abzudrücken oder zumindest dem eigenen Druck Einhalt zu gebieten. Ja, die Figuren Cornelia Schleimes fordern uns heraus, aber es geht bei ihnen meist um die Künstlerin selbst. Es sind jedoch nie oder in der Regel keine Selbstporträts, das würde die Malerin zu sehr einengen. Auch der drastische Realismus trügt über die pure Fantasie hinweg. Nahezu surreal wirkt diese Darstellung einer Frau mit Stachelkapuze, aus deren Mund Blumen erwachsen. Der Titel »Lass der Rose Dornenstich« hört sich an wie ein barocker Choral, aber dessen Pathos wird regelrecht, ja, bildlich erstickt durch die erzwungene Sprachlosigkeit, die ausgerechnet durch die Blume ausgedrückt wird. Die Künstlerin kann ihre Herkunft aus Ostberlin bis heute nicht ausklammern, nimmt dadurch eine Sonderstellung ein, die ihr Werk so besonders machen. Versetzen wir uns rasch in die Zeit des zweigeteilten Deutschland. In Westberlin setzten Maler wie die sogenannten Moritz-Boys, Mittendorf, Fetting, Salome eine heftige Pinselspur hin zur neuen Figuration. Elvira Bach hielt als eine der wenigen Malerinnen mit. Von heute aus betrachtet würde man Cornelia Schleime mehr mit diesen GenerationskollegInnen in Verbindung bringen. Allerdings ging ihr frühes Werk verloren, nachdem sie 1984 ausgewiesen wurde. Für sie gab es in der ehemaligen DDR-Ausstellungsverbot Bespitzelung, die Entscheidung der Staatslinie zu folgen oder nicht. Cornelia Schleime war immer schon zu authentisch, als dass sie sich von irgendwas oder irgendjemandem vorschreiben ließ, wie sie zu arbeiten hatte. Ihr Werk ist beispiellos. Bis heute, bis in ihre heutigen Bildnisse hinein, trägt sie ein Körpergefühl, das sie in Performances, Super-8-Filmen und in der Literatur entwickelte. Ein Körpergefühl, das uns spüren lässt, was diese aktuell gemalten Figuren umtreibt. Bis heute erscheinen ihre Protagonistinnen, als seien sie Stars, die uns auf Filmplakaten entgegensehen. Wenn man unvermittelt auf sie zugeht, kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, als hätten wir ein Stück großes Kino vor Augen. Filmstills, die uns nicht mehr aus dem Gedächtnis gehen. Ein großer Atem für uns Zuschauer des Lebens. Aber es sind zugleich Bekenntnisbilder ihrer selbst, keine Selbstporträts, aber doch Verortungen der eigenen Seele. Mich interessiert der Ort, hat sie geschrieben, und nicht das Erdachte. Der Ort in mir. Cornelia Schleime verlangt von uns unbedingte Aufmerksamkeit. Wir kennen das. Wenn wir einem Menschen ins Gesicht sehen, der uns ganz und gar gefangen nimmt, wird der Hintergrund ausgeblendet, er verschwimmt im Nichts, in unbestimmten Farben oder Formen.
Ich habe noch einen Trumpf im Ärmel, ist eine Arbeit überschrieben. Burschikos, verführerisch, nimmt uns diese Frau mit der frechen Kappe überm kurzgeschnittenen roten Haar ins Visier. Blasenartig entgleitet der Hintergrund, der alles negiert, was diese Szenerie erklären könnte. Diese Farbfeldspur zieht sich übrigens bis über die Schulter rechts hinweg. Alles wird dadurch unwirklich. Nur dieser Blick nicht, diese Lippen, die noch akzentuiert werden durch den Zeigefinger der behandschuhten Hand. Die grellhellen Gesichtsflächen erinnern auf den ersten Blick an die Ikonen der Popart, doch diese pinselspurig-pastose Malerei drängt sich uns derart ins Bewusstsein, dass die bekannten meist männlichen Popartisten rein von der Peinture her in den Rang der Oberflächlichkeit verwiesen werden. Cornelia Schleime ist ganz bei sich, wenn sie mit weiblicher Innerlichkeit genau diese Oberflächen modelliert. Der Lippenbogen ist nicht nur eine rote Farbpartie, sondern eine erotische Provokation. Die Augen sind keine bloßen Augenblicke, sondern inszenierte Verführungen. In der Liebe und in der Kunst weiß ich genau, was ich nicht will. Hinter ihr gelebtes Leben können wir nicht schauen. Welchen Trumpf mag diese Frau im Ärmel haben? Und welchen hat die Schimmelreiterin parat? Ausnahmsweise malt Cornelia Schleime hier eine filmreife Landschaft. Schattenhaft galoppieren zwei Reiter aus dem Bild vor einer skurrilen Landschaft mit phallusartigen Türmen. Im Vordergrund sehen wir wohl die Titelfigur, die durch die Bezeichnung auch als Reiterin ausgewiesen ist, wobei ihr Pferd nicht zu sehen ist. Sie könnte dieselbe Frau sein wie auf dem vorigen Gemälde oder eine Schwester. Diesmal steckt sie aber in einem historischen Kostüm. Doch während der eine Betrachter sich hier in einem Historienfilm hineindenkt, nimmt der andere die pure Malerei als Farbabenteuer wahr. Die absolut souverän hingeworfenen Pinselschwünge, die vielfältige Stofflichkeit, die ausgeklügelten Farbdialoge in der Komposition machen das Bild zum szenischen Ereignis, das keinerlei weiterer Beschreibung bedarf, um sich selbst zu erzählen. Was im großen Panorama funktioniert, fällt auch in der totalen auf. Dieser Porträtkopf mag am nächsten am Selbstbildnis dran sein, aber das ist überhaupt nicht entscheidend. Einem Pierrot vergleichbar zeigt sich das stark geschminkte weibliche Gesicht. Symbolisch wird die Wimperntusche in Tränen umverwandelt. Die vollen Lippen sind im Make-up regelrecht vermalt, wodurch die mimische Drastik noch gesteigert wird. Was macht die Faszination dieser Malerei aus? Ist es diese laszive Erotik oder die Opulenz der Formate, die Unmittelbarkeit der Motive? Sicher alles zusammen. Lasst uns zu einer anderen Schwester im Geiste all dieser Figurationen kommen, die uns fokussiert und sich zugleich beherzt eine Champagnerflasche an den Mund hält. Was sich eigentlich nicht ziemt, wird durch den eindringlich provozierenden Blick verstärkt. Das ist aber nur der motivliche Zauber. Ihr müsst euch die Intensität der Oberflächen genau betrachten, die Cornelia Schleime durch die Einbindung von Shellack und Asphaltlack hervorruft. Manche Passagen wirken, als sei Säure über die Farbe gekippt worden, dem schönen Schein wirkt die Malerin durch solche scheinbaren Verletzungen bewusst entgegen. Sie hat durch ihre Ostbiografie hautnah gespürt, welchen auch oder besonders inneren Verletzungen man ausgesetzt sein kann. Man denke an die Bespitzelungen einerseits, die Verlagerung der Kunstproduktion auf den eigenen Körper andererseits, die sich mit dem gelebten, aber auch erlittenen Leben auseinandersetzten. Hier nun präsentiert uns Cornelia Schleime den schönen Schein einer freizügigen, eventorientierten Gesellschaft, bezaubernd im Bann des Augenblicks. Zugleich macht die Oberflächenbehandlung deutlich, dass ein gelebtes Leben ohne Patina nicht zu haben ist. Auch der schönste Schein hat seine Kehrseite. Das ist kein Manko. Der Glamour erhält im Makel seiner Angreifbarkeit eine atemberaubend sinnliche und faszinierende Erhabenheit.
Cornelia Schleime gehört zu den wichtigsten Malerinnen unserer Zeit. Ihre Mehrfachbegabung drückt sich in ihrer Literatur aus, aber auch innerhalb der Kunst selbst. Sie ist Filmerin, Fotografin, doch auch als Aquarellistin geht sie eigene Wege. Diese erfordern eine ganz andere Bildsprache wie die Leinwandarbeiten. Hier ist sie freier, noch fantasievoller. Wir begegnen Metamorphosen, Märchenhaften und Mythischem. Der rasche, ja flüchtige Pinselduktus ist dem Fluss des Wassers geschuldet. Die anatomische und szenische Richtigkeit scheint aufgehoben, um Impressionen von größter Leichtigkeit, Poesie und Anmut zu schaffen. Dominieren auf den Leinwänden die porträthaften Großaufnahmen, sind die Figuren hier oft in skurrile Zusammenhänge gebracht. Tauben, Schildkröten und Frösche konkurrieren mit der menschlichen Natur, zuweilen tauchen Texte und Gedichte im Bild auf. Oder es treten weibliche Zentauren auf den Plan, deren Schattenspiele wohl die eigenen, verwunschenen oder getretenen Seelen verkörpern. Doch immer herrscht im Werk Cornelia Schleimes ein unbändiger Freiheitssinn der Farben und Formen, der jeden in seinen Bann zieht. Insbesondere der Frau wird in ihrem Werk ein starkes Denkmal gesetzt. Die Ausstellung Cornelia Schleime, 3 Schritte und 1 Atemzug, wird entgegen der Ankündigung in der Einladung bis zum 29. Januar 2022 verlängert. Parallel zu dieser Ausstellung zeigen wir in Schloss Detzingen Arbeiten von Miriam Flaming unter dem Titel »Die Geister, die ich rief«. Ein weiterer Beitrag für die gewaltige Frauenpower in der Kunst. Auch diese Schau wird verlängert und dauert nun bis zum 19. Februar 2022. Wo immer ihr uns findet, wir freuen uns auf euch.